Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cooking Simulator hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie versprochen, die Putzfrau war da. Es sieht alles wieder sauber aus, ist alles wieder schicki. Wir haben aber keine Schüssel mehr. Na gut, die hat sie irgendwie weggeräumt, mit weggeschmissen, keine Ahnung, ist weg. Nein, natürlich nicht. Wir haben den Spiel schon neu geladen und deswegen sieht das so aus. Gut, wir haben das letzte Mal das mit Lachs probiert und Penne. Ich würde gerne jetzt nochmal... entweder, oder wollen wir einen Burger probieren? Ach, wir probieren einen Burger mit Pommes. Wir probieren einfach den Burger mit Pommes. Honig-Senf-Burger mit Pommes-Fritz. Den werden wir uns jetzt bestellen. Da müssen wir mal gucken, dass wir das einigermaßen gut gestapelt kriegen. Und natürlich das Fleisch als letztes braten, beziehungsweise die Pommes-Fritz. Naja gut, da kriegen wir ein Temperaturproblem, aber es ist... Das kennen wir ja schon. Ich weiß noch nicht, ob wir das schön gestapelt kriegen. Da werden wir garantiert Probleme kriegen, aber wir versuchen es einfach mal. Wie gesagt, ich persönlich bin immer noch dafür, dass es so ein Lock gibt, also quasi ein Festhalten des der ganzen Produkte, dass man sagen kann, so Teller, so jetzt liegen sie drauf, zack, macht das so ein Objekt, ne? Also, dass dann das sehr schön aussieht. So, wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal das Ding. Wieso liegt das da drin eigentlich? Das sah ja nicht gut aus. So, dann müssen wir hier einmal Knopf drücken für Fill. Macht sogar Geräusche, okay. Gut, hatte ich jetzt nicht erwartet. So, denn wir müssen Pommes Fritz herstellen und zwar brauchen wir da Kartoffeln in Stäbchen, sollen wir sie schneiden, je 15 Gramm. Warte mal, es müssten pro Kartoffel 10 Stäbchen werden. Hoppala. Ich brauche erstmal zwei Kartoffeln. Also ich schneide die jetzt erstmal klein, mache die dann in den Korb rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, 1, 2 Kartoffelchen und die sollen wir natürlich jetzt in Stäbchen schneiden. So, das heißt also, wir müssen die nur mal längs durchteilen. Warte mal, ich werde das mal ein bisschen noch beiseite legen. Wir nehmen eine Kartoffel. Ich mache mir hier eine Kartoffel drauf. So. Gut, dann schneiden wir das nämlich jetzt einmal so durch. Zack. Na, das ist ja super. So. Na, da kriegen wir 8 raus, ne? Na, egal. Sieht erstmal ganz gut aus. Also, sieht erstmal nicht verkehrt aus. Warte mal, ich kann doch jetzt... Warte mal, ich muss die Kartoffeln da nochmal hinlegen. Achso, dann legt die sich auf das Stäbchen drauf. Das ist natürlich nicht so gut. Sind eher Kartoffelspalten, die wir jetzt hier haben, aber na gut, okay. Probieren wir es mal doch noch ein bisschen besser hinzukriegen. Dann dürfen wir aber nicht aus der Mitte schneiden. Dann müssen wir mal links von der Mitte, rechts von der Mitte, dann nochmal hier und dann nochmal da schnibbeln und dann müsste es ein bisschen besser aussehen. So, dann sammeln wir die jetzt mal hier rein. Hol ich, falte die nicht durch, nicht, dass ich es zu klein gemacht habe. So, nee, das sieht schon mal gut aus. Ja, so wollte ich das nicht. Warte. Kann ich dich hier hinstellen? Da. So, dann die Kartoffel da drauf. Und dann müsste ich jetzt eigentlich hier das reingenommen kriegen. So, gut. Dann brauchen wir die nächsten Kartoffeln. So. Mr. Kartoffel ist durchgeschnitten. So. Ich weiß gar nicht, kennt ihr Mr. Kartoffel aus Toy Story, ne? Ich glaube, da gibt es einen Mr. Kartoffel oder so. Bin mir da nicht ganz sicher, aber an den muss ich dann immer denken, wenn ich hier diese Kartoffeln schnibbel. Da muss ich mal ein bisschen an Mr. Kartoffel denken. So, gut, dann haben wir da noch ein paar Stäbchen. Alle rein hier, sehr schön. So, dann stellen wir die erstmal hier ab. So, mal da einlegen oder da hier anmachen, das machen wir dann nachher später. Beziehungsweise das Fett werden wir jetzt natürlich erstmal heiß machen. So, das muss 30 Sekunden lang frittiert werden. Wir werden vorbereiten eine Tomate, eine Zwiebel und Cheddar-Käse. Ein Burger-Patty. Burger-Patties 30 Sekunden lang backen. Burger-Patties. Patties ist Mehrzahl, ne? Brauchen wir zwei Stück. Burgerfleisch aus 50 Sekunden jede Seite braten und eine Schüssel hinzufügen. Senf, weiß man. Dann machen wir erstmal die Schüssel fertig. Machen wir erstmal die Mischung hier von dem... von dem Zeugs hier. Senf, weißer Essig, Olivenöl, Honig, Salz und schwarzen Pfeffer. Das haben wir doch bestimmt schon wieder vergessen, bis wir hier sind. Naja, macht ja nichts. So, klick, so, upsala. Ich werde mir jetzt die rote Schüssel wieder kaufen. So, kaufen. So, ich brauche... Achso, Senf muss ich mir auch kaufen. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich das Ding in der Hand halte. Gib mir mal Gewürze. Nee, Flüssigkeit ist das, ne? Senf. Senf. Wo haben wir denn Senf? Bei S. Nee, kaufen müssen wir natürlich auch klicken. So, dann stellen wir es mal unten hin. So, dann brauche ich Honig.
So, stellen wir auch mal da unten. Ach, das hat mir da oben sogar gehabt. Okay. Senf, Honig, Olivenöl, weißer Essig. Was ist hier der weiße Essig gewesen? Der hier? Nee. Der da oben? Ah, der da oben ist weißer Essig. Okay. Gut, also wir brauchen den Senf hier drinne. Wir brauchen den Honig hier drinne. So, klappert ja schon mal. Dann brauchen wir den weißen Essig hier drinne. Und nicht rausfallen. Oh, naja, gut. Zum Glück geht es ja nicht kaputt hier, ne? Bleib schön in der. Da drin, ja. Cola dann mal rum. So, und Olivenöl brauchen wir noch. Ja, ich glaube, da die Flaschen, das wird nichts werden hier. Die fallen dann immer wieder raus. Ah, die hat sich schon mal ganz gut hingestellt. So, wo ist jetzt die Flasche von dem anderen Zeug hingefallen? Da liegt sie rum. Brauchen wir doch mal einfach. Wo ist sie denn? Da ist er. Ist er Essig? Oh. Hoffen wir mal, dass jetzt drinnen bleibt bis da hinten. Nee, ist wieder rausgefallen. Also die weiße Essigflasche, die möchte nicht in der Schüssel transportiert werden. So, alles klar. Naja, ist ja nicht mal das Schlimme. So, dann kommen wir mit hier. Lümmel da nicht so rum. Sieht ja aus, als wenn du betrunken wärst. So. Gut, dann Salz und Pfeffer. Brauchen wir noch irgendwelche Gewürze? Salz, Ketchup brauchen wir noch. Okay, das war's. Salz und Pfeffer nur. Okay, Salz und Pfeffer brauchen wir. Und Ketchup. Salz, Pfeffer. Wo ist hier? Ist hier Ketchup? Ist das hier oben schon? Ich glaube, das könnte Ketchup sein da oben, oder? Sieht jemand so aus. Warte mal. Stell dich mal da unten hin. Okay. Stell dich mal da hin. Ist das Ketchup? Barbecue-Sauce ist das. Okay. Da muss ich den Ketchup wahrscheinlich noch so nachkaufen. Naja, gut, ist auch kein Problem. Kriegen wir hin. Da, Ketchup. So, kaufen, hinlegen, das nehmen, aufnehmen. So, liegt drinne. Wunderbar. Dann können wir da mal rübergehen. So. Zack. Salz und Pfeffer. So, gut. Dann brauchen wir eine Schüssel, in der wir das anrühren können. Dann wollen wir mal anfangen. So, wir brauchen, wo ist denn das hier? Wir brauchen Senf, 10 Milliliter. Senf, bitteschön. Ah, das war nochmal 16, na gut. Weißer Essig, 5 Milliliter. Gib mir mal her die Flasche. Da müssen wir jetzt 8 reinmachen oder so. So, Olivenöl brauchen wir 15 Milliliter. Was? 15 Milliliter Olivenöl? Das ist aber ganz schön ölig, die Sache. So, 15 Milliliter. Machen wir ein bisschen mehr rein, weil wir auch ein bisschen mehr Senf hatten. So, dann Honig 10 Milliliter. Honig, der sollte ja jetzt richtig zäh da rauskommen aus dieser Flasche, ne? Oh, den kann man gut abmessen. Okay, so. Gut, Honig haben wir auch. Salz und Pfeffer, jeweils 4 Gramm. Machen wir jeweils 5 Gramm. So. Alles ein bisschen mehr. Kann mal passieren. So. Kann nur Abzüge geben am Ende. So, gut, das haben wir. Mischung 15 Milliliter, davon soll man das Burgerfleisch träufeln. Na gut, das kriegen wir ja dann hin. Gut, Burgerfleisch-Patty. Dann werden wir den jetzt so vorbereiten. Wo ist er denn? Burgerfleisch, da unten ist er. Burgerfleisch. Guten Tag. Sieht ja ein bisschen merkwürdig aus, aber gut. Burgerfleisch 112 Gramm soll man nehmen und das Ganze mit Salz und Pfeffer je 3 Gramm. Beträufeln. Okay. 1, 2, 3. Pfeffer. 1, 2, 3. Also die letzten, die ich mir gemacht habe, waren übrigens mit Jalapenos drin. Die waren echt gut. Also aus dem Penny, die Burger-Patties, die sind echt gut. Die esse ich gerne mal. So, das soll ich dann braten. Das kommt natürlich dann hier drauf. So. Jede Seite 50 Sekunden. So, gucken wir mal kurz auf die Uhr. Okay, da müssen wir, weil genau bei Minute 10 müssen wir das rausholen. Achso, ich muss ja 2 davon machen. Kann ich mir ja gleich aufs Blech holen. So, Rohusblech, nicht. Rohusblech, nicht. Wieso nicht Rohusblech? Mann. Blech. Burger Patty. Burger Patty. Gut. Naja, liegen jetzt übereinander. Macht ja erstmal nichts. So, rein damit. So, 30 Sekunden heißt 10 nach. Okay, so. Den müssen wir jetzt gleich umdrehen und dann müssen wir die Pommes, wie lange müssen die Pommes drin sein? 30 Sekunden lang, alles klar. So, der ist jetzt quasi fertig gleich.
Den nehmen wir jetzt so hoch. Dann nehmen wir von der anderen Seite, dass er andreht. Dann müssen wir in 10 Sekunden vor oben müssen wir den rausholen. So, dann müssen wir hier, die Brötchen, die sind noch nicht ganz so weit. Dann können wir, nee, ich will nicht eine Pommes haben. Wieder rein. Ich will das ganze Körbchen haben und möchte das gerne, oh ja, jetzt fahren sie schon raus hier. Das ist nicht so gut, das wollte ich nicht. Rein damit. Jetzt sind meine Brötchen zu lange drin gewesen. So, raus damit. So. Okay, der kann noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir hier mal ganz kurz gucken, wo die Kartoffeln soweit sind. Oh, das liefert sich ein hartes Rennen mit dem anderen Zeug. Komm, werd fertig, Kartoffel. So, wird fertig. So, fallen wieder raus ein paar. So, der ist auch fertig hier. Aus. Auf die Schippe nehmen. Mal rüber transportieren hier zum Brett. Warte mal drauf. Naja, gut, liegt ja da. So. Okay, und jetzt müssen wir das ganze Ding bauen. Warte mal, ich muss das mal hier nochmal. So. Jetzt müssen wir das ganze Ding bauen. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, 15 Milliliter auf das Burgerfleisch zu träufeln. Okay, dann probieren wir das mal. So, 15 Milliliter da drauf zu treffen. Burgerfleischmischung. Naja, irgendwas soll da schon da angekommen sein. So, sieht auf jeden Fall anders aus. Gut, dann braucht man einen Teller. Gut. So, jetzt müssen wir das ja stapeln. Und da sehe ich schon wieder das Problem, dass die Patties nicht so gestapelt werden können, wie wir das gerne hätten. Burgerbrötchen, Zwiebel. Ach du Gott, ich habe die Zwiebel gar nicht geschnitten. Den Cheddar-Käse und Tomate noch gar nicht geschnitten. Ah, Mann, wie hat vergessen. So, jetzt müssen wir das nämlich einmal umdrehen hier. Und spätestens da haben wir nämlich das Problem, dass wir das nämlich nicht genau mittig hinkriegen, ne? Und nicht genau mittig auf dem Teller. Runter, 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 runter. So, gut. Burger Patty, dann brauchen wir Zwiebel. Also okay, müssen wir mal eine Zwiebelscheibe noch schnell fertig schneiden. Von der Zwiebel her. So, Zwiebel. Ja, liegt die doch nicht gleich da ganz hinten hin. So. Hier, zack. Ey, nicht das Messer auf die Zwiebel legen, sondern mit der Zwiebel dann da was abschneiden. So, da brauchen wir eine Scheibe Zwiebel. Ungefähr 10 Gramm. Naja, 29 Gramm. Bisschen dicke Zwiebel. So, das muss da drauf. So, dann brauchen wir das Burgerfleisch. Burgerfleisch haben wir hier. Das muss da drauf. So, dann haben wir Cheddar-Käse. Wie viel Cheddar-Käse brauchen wir? 20 Gramm, 25 Gramm Cheddar-Käse. Alles klar. Cheddar, Cheddar, Cheddar. Wo ist der Cheddar hier? Cheddar-Käse. So. Eieieiei, das ist aber auch schwierig. So, 25 Gramm brauchen wir davon. So. Messer weglegen, danke. 20 Gramm, naja gut, geht auch. So, 20 Gramm, ja, Cheddar-Käse legt sich natürlich wieder nicht so hin, wie wir es gerne hätten. Aber das war natürlich auch ja, zu erwarten, dass er das nicht tut. So ein bisschen runter und dann... Nee. Noch ein bisschen weiter darüber. Nee, falsche Maustaste. So, runter, runter, runter. Runter. So, Cheddar-Käse. So, jetzt brauchen wir... Tomate. Wie viel Tomate brauchen wir? 20 Gramm, eine Scheibe. Alles klar, wir haben schon eine Tomate. Tomate, Tomate, Tomate. Wo ist die Tomate? Da ist die Tomate. So. Hier hingehauen, da eine Scheibe rausgeschnibbelt. Das kriegen wir hin. So. Zack. Zack. So, da haben wir eine Scheibe Tomate. Ist ungefähr, 42 Gramm. Ist eine dicke Scheibe Tomate. Machst du nichts, ist halt so. So, die schmeißen wir jetzt auch da drauf. So. Das passt schon wieder nicht mehr. Jetzt müssen wir das alles von Hand hier irgendwie versuchen, dahin zu manövrieren. Das finde ich alles ein bisschen. Bisschen sehr. Oh, bisschen höher. So. Und. Abgelegt. Fällt schon runter. Alles klar. So. Dann brauchen wir da oben drauf jetzt das Brötchen, ne? Ja. Brauchen wir das Brötchen. So, es kommt da oben auch drauf. Sieht nicht mehr ganz so schön aus. So, und jetzt müssen wir die ganzen Pommes dann auf den Teller pappen. Nehmen erstmal die Pommes hier. So. Ja, das wird hier noch lustig. Das fällt doch alles runter. Eieieiei. Hätte einen großen Teller gebraucht. Also wie ein Burger mit Pommes sieht das jetzt hier nicht mehr aus. Ich habe hier Schwierigkeiten, das dahin zu tragen, wo es hin muss. Ich trage das jetzt einfach mal hier zur... Ne? Wir fotografieren das, den Unfall.
Also unser Versuch eines Burgers ist arg schief gegangen. Also da müssen wir uns wirklich nochmal. Also ich muss das unbedingt nochmal üben. Also das, da kann man. Ja. Ja, das ist schief gegangen, ne? Das ist ja unschwer zu erkennen. Egal. Wir machen das jetzt einfach so. Wir geben den jetzt mal so raus. Der wird eh zu kalt sein. Wir haben die Honig-Senf-Soße gemacht, da war viel zu viel. Naja gut, 3 Sterne immerhin noch gekriegt dafür. Der Gast wird auf jeden Fall zufrieden sein. Welche Beschwerden gibt's? Pommes Fritz, nicht genügend Ketchup. Ach, das haben wir vergessen. Kein Salz an den Pommes, haben wir auch vergessen. Schlechte Schneidtechnik, Tomate, falsche Menge. Schlechte Schneidtechnik, Zwiebel, ja. Hitzefehler bei den Brötchen. Und die Kartoffeln waren schon zu kalt. Schlecht organisiert, schlecht gemacht, muss man ehrlich sagen, aber... Ja, ich hätte vorher die Scheiben noch alles. Das war eigentlich das, was ich noch vorher machen wollte. Das Schneiden und hier den Ketchup schönen und alles. Und ja, wir müssen das wahrscheinlich auf einen größeren Teller auch drapieren erstmal. Aber ich kann ja die ganzen Pommes, die kann ich mir wirklich nicht von Hand drauflegen. Also wenn ich das jetzt alles von Hand drauflege, dann kriegt er ja wirklich McDonald's gewärmtes Essen. Also so warm wie bei McDonald's halt. Gut, okay. Aber... Was soll's, das war's. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ihr habt ein bisschen vielleicht was gesehen, was gelernt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.